Ja, hi, willkommen. Mein Name ist der NeroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grace SF. Ja, in der letzten Folge haben wir gesehen, was mit Orlem passiert ist. Also mit dem Dorf. Sieht nicht sehr schön aus. Dafür war irgendwie ein Wolf oder mehrere Monster zuständig. Ja, den haben wir platt gemacht. Hier gibt es nichts mehr zu fürchten. Und wir sollen wieder zurück nach Borona gehen, um einen Bericht zu erstatten. So, aber vorher noch ein Skit. Alright, we'll head back the way we came. You take the lead. Yes, sir. Asbel, I was glad for an opportunity to see your true prowess. But I must admit, I was surprised at what I witnessed. Surprise, sir? That monster was ready to destroy you. But then you suddenly... Well, I'm not sure what you did. Why have you kept this ability hidden? It's nothing I've tried to hide, Captain. In truth, I'm not sure how I beat the thing. You could be ready for real action now. I might even have to challenge you to spar one of these days. Did the captain just praise me? Nein, hat dich herausgefordert und will dir in den Arsch treten irgendwann. So habe ich das jedenfalls verstanden, aber naja. Oh, ich sag ab. Bam! Ich mach natürlich alles fertig. Weil, ach, ich habe auf rechts, das ging gar nicht. Ja, wir haben ja diese neue Technik letztens bekommen, da bin ich ja gar nicht drauf eingegangen, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck war. In dieser Blitzattacke können wir Nova-Barrieren zerstören, so wie die, die diese komische Wolf hatte. Ja. Arts aus Pferd erlernen. Fertigkeiten. Einige Arts kannst du aus Fertigkeiten erlernen. Bieten mehrere Fähigkeiten dieselbe Art, ist es egal, welche du wählst. Erlernst du dieselbe Art von mehreren Fähigkeiten, wenn deine Effekte kumuliert, so dass es stärker wird. Neue Titel gibt es auch, wenn du dieselben Arts wiederholt einsetzt. Ja, das habe ich alles, glaube ich, im letzten Part oder im vorletzten Part erklärt. So gut, dass mir das Spiel wieder alles abnehmen, was ich hier mit Schweiß versuche zu erklären. Ja, die Entdeckung, da haben wir wieder eine Blume mitgenommen. So, und ich lade erstmal den Mixer wieder auf. Und ja, reicht. Fürs Erste. So. Ein paar Gegner mache ich jetzt wieder platt. Oh Gott, ich sollte mich gleich heilen. Oder auch nicht. Habe ich nicht nötig. Schau ich auch so. Malik hat Flammenwirbel verbessert. Ich überlege, ob ich die Tutorials hier irgendwie abstelle, weil... Ich erkläre sowieso alles noch. Deswegen sehe ich nicht irgendwie einen Grund, dass hier die ganze Zeit aufgeploppt werden und euch erklären und ich noch erklären muss, was es mit dem auf sich hat. Aber naja. Ja, war ja nicht irgendwo eine Heilquelle? Ne, im Ding zwar eine, ne? Lahnfühle. So. Ja, ich sollte auch vielleicht nicht während den Angriffen, wenn ich mein Schwert gezogen habe, direkt auf X wechseln. Weil dann geht er ihn direkt in so einen Angriff hinüber und der dauert ein bisschen. Dann greift er an und steckt gleichzeitig sein Schwert weg. Das war ein bisschen offen, dieser Angriff. Wenn er weit weg ist, dann steckt er so stylisch weg. Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, Malik. Ich glaube, ich habe es langsam kapiert. Espel auch. So. Ein Moscher heißt er. War jetzt ein bisschen physisch. Perfekt. Das Gute ist, wenn man im Elbflug ist, dann kann man wie ein Bekloppter angreifen. Dann kann man seine ganzen Artbaum hier abklappern. Sagt immer gleich, er hat einen. Ja, Malik hat jetzt den Proton-Explosion-Adept-Titel. Den hat er bekommen, weil er verdammt auf Proton-Explosion eingesetzt hat. Hier. Entschuldigung. 40 Mal. Er hat ihn 40 Mal eingesetzt. Ja, 41 Mal, aber ich denke mal, 40 hat er ihn bekommen. Und dann hat er den Titel dafür bekommen. So. Wenn ich jetzt hier diesen Titel auflevel, dann... Ja, wird Proton-Explosion
verstärkt. Ist klar, weil das ja der Titel davon ist. Macht Sinn, ne? So, aber ich gucke jetzt nochmal hier. Ich möchte bei Magiern immer Werkzeit am besten runterballern. Ich nehme dann mal ja bis Rang 5. Und Espel nimmt einminütige Heilung, ja. Da kann nützlich sein. Ich habe immer noch auf schwer eingestellt, ne? Ja. Glaub mir, jetzt ist halt noch einfacher, aber es wird schwieriger. Spätestens wenn der nächste Boss kommt, dann wird es knüppelhart. I think the mission went well, but how are you feeling? I feel great, sir. In fact, I'd like to take the lead until we return to the academy. It's good to see such motivation, but before you can lead, you'll need this map. Thank you, Captain Malik. The road leads straight there, so I doubt you'll get lost, but it's good to have just in case. Now be aware of yourself, and don't let your guard down until we reach Verona. The monsters on this road have been fierce lately. Yes, sir. Ja, die Monster hier sind auch erwachsen geworden. So, mit R3 können wir jetzt die Karte öffnen. Zack. Boah, ich habe so einen Kratzen im Hals, mein Gott. Die Weltkarte zeigt dir verschiedene Informationen wie Lehen, Entdeckungen, Anfragen in verschiedenen Städten an. Schau regelmäßig in den Anfragen nach. Bei vielen winken dir wertvolle Belohnungen. Drücke R3, um die Weltkarte jederzeit aufzurufen. Ja. Das ist dann hier drauf bezogen. Entschuldigung. Boah. Ich wollte nie in ein Let's Play husten. Das ist passiert, Mann. So. Hier so angefragte Objekte in Tavernen. Ach, in der Hand. Mein Gott. Die müssen wir nicht erfüllen, aber wenn wir sie erfüllen, dann kriegen wir Geld, Erfahrung. Wenn nicht Erfahrung, aber Erfahrung für Titel. Und da ist immer gut, da hineinzuschauen. Auch wenn die Anfragen irgendwann richtig behämmert werden. Aber naja. So, jetzt sehen wir auch mal, was rechts vom Barona ist. Also hinter dieser Klippe, wo Richard uns gezeigt hat, ja, ich möchte eine schöne Welt haben und so. So, und wie es aussieht, gehe ich mehr so auf Cryos-Angriff. Also auf Cryos-Techniken, anstatt hier auf physische. Weil ich glaube, Espel hat auch eine höhere Cryos-Angriff. Ach ja, Cryos-Angriff ist die Stärke, die man mit E-Arts anrichtet. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Ja, die Parameter. Unten sieht man physischer Angriff, das ist der Schaden, den man mit A-Arts anrichtet. Cryos-Angriff ist der Angriff, den man mit... Oh, er ist noch ganz schön ausgeglichen. Cryos-Angriff ist der Angriff mit... Ist der Wert, der den Angriff mit E-Arts bestimmt. Er hat dementsprechend einen höheren Cryos-Angriff, weil er Magier ist. Physische Verteidigung und Cryos-Verteidigung ist, ja, die Verteidigung für diese Bereiche. Präzision bestimmt, naja, wie schnell der Gegner gestackt wird. Wie soll ich denn jetzt erklären für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was das ist? Also wie schnell der Gegner sich sozusagen... Ich zeig noch mal. So. Ja. Ja, wie soll ich das erklären? Präzision beeinflusst sozusagen, wie viel der Gegner mit sich machen lässt. Wenn man eine hohe Präzision hat, ja, okay, wenn man gegen eine Bestie zum Beispiel ein Bestienangriff einsetzt, dann zieht das mehr ab, Attribute halt. Ja, Präzision ist, ach, wie soll ich das so loot-mäßig erklären? Egal, T-Felder. Oh mein Gott, ein Skid. Ein wildes Skid. Das gewisse etwas. If you don't mind me asking, Captain, who are those knights back in Orlet? Former students. I can tell they really trust and admire you. Forgive me for asking, sir, but why did you become an instructor? Surely you'd see more action if you served in the field. The other knights were more capable. But Captain, you're an exceptional knight. I can't imagine anyone being better than you. Flattery will get you everywhere, Asbel.
But let's just say the others have a certain something I don't. Hmm. I wonder if I have that certain something to become a knight. So. Wir sind schon Abend, mein Gott. Und guckt euch das an. Wir haben eine magische Katar gefunden. Hatten wir schon bis jetzt eine? Ich glaube nicht. Magische Katar Nummer 2. Utes Katar. Hey, Atweid? Ich hätte da eine Frage. Ja. Ich glaube, die hatte ich noch nicht gezeigt. Wo sind die denn hier? Ich glaube. Ah, okay. Ja, magische Katars, das sind ja Sammelkarten von anderen Tales of Charakteren. Also, naja, ich glaube, sie ist von Tales of Destiny. Ich habe natürlich nicht jedes Tales of Spiel gespielt, deswegen kann ich auch nicht sagen, wer genau von welchen ist, aber sagen wir einfach, es gibt auf der Welt verteilt, weil ich Quest manchmal ein paar Katars von verschiedenen Tales of Charakteren und die kann man einfach sammeln. Das ist echt schön. Besonders wenn man einen findet, von dem man noch die Charaktere kennt. Naja. So, und damit Präzision, das erkläre ich jetzt nicht. Beeinflusst, wie sehr, wie schnell der Gegner gestackt werden kann. Und ausweichen verhindert sozusagen, wie schnell man gestackt wird. So, fertig. Und stacken bedeutet sozusagen, ja, wie soll ich das erklären? Ich mir fehlt irgendwie die Fähigkeit, das zu erklären. Ich weiß auch nicht wieso. Let's rest here for a bit. Yes, sir. Gut. Seeing country like this makes you realize just how blessed Windor truly is. Remind me, Asbel, when did you enter the Knight Academy? It's been almost 7 years now, sir. It all passes so quickly. It's been my honor to learn from you during this time, Captain. You're the son of a lord, yes? Will you ever return home and reclaim the family name? Well... I ask because I'm ready to recommend you as a full-fledged knight. Really? In truth, my word is a mere formality. If the life of a knight is your wish, your acceptance is almost certain. You're young yet and still lack experience, but this mission has convinced me that you're ready enough to take the next step. Thank you, sir. But this is not a decision to be made in haste, Asbel. Perhaps you should consult with your parents first. That won't be necessary, Captain. I am prepared to devote my life to the knights. Würden sowieso nein sagen. Very well. If that is your wish. It is, sir. Finally, my lifelong dream is about to come true. When we get back, we'll make a little detour to mark the occasion. I assume you're familiar with tactics, right? It's your favorite pub, sir. Even a knight needs to unwind now and again. Wouldn't you agree? Nein. Thank you, Captain. Hui. Aus heiterem Himmel. I must say, Windor is such a beautiful country. But unfortunately, the wars never end. Where did that come from? When I was young and naive, I came here with a group of very close friends. One of them stood right here and told me all about how he wanted to create a world without conflict. Huh. Back then, I was just a kid with my head in the clouds. At that moment, I believed I actually had the power to make his dream come true. That's what everyone thinks when they're young. But something happened soon afterward. Something that made me realize what a pathetic child I actually was. I see. And I assume that's when you decided to enlist in the Knight Academy. Yes, sir. Ja, Punkt. Ja. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für diesen Part. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Bye bye.